Hallo und Petri Heil, liebe Angelfreunde. Fishing Planet ist wieder an der Reihe. Und ja, ich bin heute nach North Carolina an den Neherin River gereist. Hier waren 250 die Reisekosten und die Tageskosten sind 20. Das heißt, das ist eben, naja. Es ist auf Dauer, wenn wir mehrere Tage gehen, dann auch gar nicht unbedingt so teuer und wir können hier ordentlich was rausfangen. Nämlich, und ganz wichtig hier, fortgeschrittene Lizenz und nochmal extra die Schwarzbarsch-Lizenz, die ich hier habe. Und ich habe noch eine kleine Änderung. Ich bin jetzt Level 15 und da habe ich mir hier einen neuen Kescher leisten können, den Setzkescher Fisch Hut L. Und wenn wir in den Kescher eben schauen, wir können hier Fische einzel bis 4,5 Kilo reinladen und insgesamt 20 Kilo. Da passt also was rein. Und ich habe es hier auch schon mal geschafft, an diesem See wirklich so zu angeln, dass ich in einer Ingame-Stunde 19,4 Kilo, also fast den ganzen Kescher voll hatte. Das kann hier also ratzfatz abgehen. So, schauen wir uns hier um. Hier gibt es drei Angelorte. Hier oben, ja, da können wir Barsche fangen, brauchen wir aber nicht unbedingt hingehen. Hier, ja, das ist dieses gelungene Einparken. Da ist eben so ein Auto im Wasser versenkt. Da können wir Hechte angeln. Allerdings Hechte können wir auch in New York angeln. Da brauchen wir nicht hier hin. Ja, ist von dem her auch eher uninteressant. Deswegen machen wir hier zum Waldscham. Und dort können wir eben entweder Crappies uns rausholen oder Barsche. Das sind so die interessanteren Fische. Crappies gab es dort auch schon. Chat machen wir mal wieder aus. Crappies gab es dort auch schon in einzigartiger Größe. Ist aber im Moment nicht so verfügbar. Wenn wir Crappies fangen wollen. So, gehen wir mal hier hin. Angel 1. Wenn wir Crappies fangen wollen, geht das mit dem Set eigentlich recht gut. Hab hier also einen 1er Haken und hab Grillen dran. Für Crappies, für Schwarz-Crappies, am besten hier vorne, also so zwischen oder leicht vor diesen Baumstämmen, da können wir die recht gut rausholen. Weiße Crappies in Trophäengröße gehen recht gut hier neben. Also wenn wir da noch ein bisschen näher hingehen, da sehen wir hier, da haben wir so ein bisschen Schilf. Und da können wir so hier reinwerfen, können die Angel, also das ist ja auch ein Fluss, treibt ein bisschen, können wir hier so runter treiben lassen, bis hier so an den Schatten von diesem Baum. Viel weiter brauchen wir nicht gehen, dann kriegen wir da eher nichts mehr. Die Gefahr ist, dass wir hier eben auch andere Sachen am Haken haben, die wir vielleicht nicht unbedingt haben wollen. Ich werde jetzt heute auf Barsche gehen. So, da wechsle ich die Angel. Da habe ich also hier einmal eine Spin-Route. Wir können ja auch noch mal kurz ins Inventar schauen. Da habe ich also hier die Jig-Winner und wir werden auch die Chester 190 nachher mal noch verwenden. Auf der habe ich jetzt mal Wassermelone drauf, auf der anderen habe ich eben hier Salatgrün-Weiß, ein Best-Jig jeweils immer drauf. Und ich nehme hier die Best-Jigs mit dem 3-0er Haken. Auch ganz wichtig. Hier haben wir jetzt den 4 Gramm, ich habe das auch als 9 Gramm. Und hier müssen wir auch immer so ein bisschen drauf achten, wie denn unsere Technik ist oder welche Technik wir verwenden wollen. Ich versuche es jetzt mal mit dem Twitchen. Stelle hier auf zweifache Geschwindigkeit, werfe aus, ziehe durchgehend ein und ziehe dabei mit der rechten Maustaste hier die Route immer ein bisschen hoch. Und da sehen wir Twitchen immerhin mit 2 Punkten. Hab das auch schon mal mit 3 Punkten hinbekommen. Hier ist halt wirklich die Ausrüstung sehr entscheidend. Ob das vielleicht mit dem 4 Gramm, mit dem 7 Gramm oder mit dem 9 Gramm besser klappt. Da ist eben entscheidend zum einen die Routenlänge, zum anderen wie schnell hier überhaupt die Spule, die Schnur einzieht. Wie schwer ist die Spur? Wie schwer ist die Schnur, nicht die Spur?
Und natürlich dann klar, wie schwer ist der Köder. So, und ich werfe hier leicht rechts an diesen Baumstamm vorbei. Da ist die Chance recht groß, mal einen Schwarzbarsch zu bekommen. Ansonsten gibt es ja auch Forellenbarsch und Smallmouthbarsch. Stop and Go funktioniert hier auch durchaus. Stop and Go werde ich mit der Castroute dann nachher machen. So, hier haben wir mal was am Haken. So, ziehen wir uns hier näher. Und das sieht auch Größen, na, ist doch nicht so groß. Hat jetzt größer gewirkt, aber ein normaler Forellenbarsch ist ja auch schon mal etwas. Ja, so ganz allein sind wir hier nicht. Wir hören's. Wir haben hier schon auch ein bisschen Vogelgeräuschkulisse. Also, langweilig wird's uns hier auch nicht. Oder so, dass wir eben einschlafen. Langweilig sowieso nicht, weil wir haben ja hier genügend zu tun, gerade hier mit dem Twitchen. Sehen wir also. Je nachdem, ich habe auch noch eine Angel, bei der hat das Twitchen nur bei Einholen in Geschwindigkeit 3 funktioniert. Allerdings habe ich, oh, hier haben wir jetzt einen Smallmouth. Beim Einholen in Geschwindigkeit 3 habe ich jedoch dann oftmals das Problem einfach gehabt, dass dann schon wieder der Köder zu schnell war, dass die Fische da gar nicht richtig angebissen haben, weil sie bei der Geschwindigkeit nicht hinterhergekommen sind. Deswegen kann ich hier eher empfehlen, eben entweder mit Geschwindigkeit 3 dann nur ein Stop and Go zu machen oder eben in Geschwindigkeit 2 ein Twitchen. Beim Twitchen schauen wir auch, dass wir hier so in etwa Mittelwasser sind, können auch für die größeren Fische durchaus mal ein bisschen tiefer, aber das funktioniert eben, wie gesagt, auch nicht mit jeder Ausrüstung unbedingt so ideal. Wir sehen jetzt hier im Moment bei mir das Twitchen auch nur ein Punkt, also diese Technik nicht gerade vorbildhaft ausgeführt. Es ist quasi noch annähernd erkennbar, welche Technik es sein soll, aber so wirklich gut ist sie nicht. Ist also natürlich klar, 3 Punkte ist optimal, 2 Punkte, naja, ist noch okay, 1 Punkt ist so, man kann noch erkennen, was du machen möchtest. Wiederum, gar kein Punkt bedeutet auch keine Schrift. Das heißt, dann machen wir irgendwas, was schon gar nicht als Technik erkennbar ist. So, schauen wir mal. Es ist, glaube ich, dieses Salatgrün jetzt hier für das, ja, für diese Morgendämmerung hier einfach noch nicht so gut im Wasser erkennbar. Deswegen werde ich jetzt mal auf meine andere Route wechseln, auf meine Spinning-Route. Die Chester 190. Auch hier stelle ich die Bremse wieder runter. Hier können wir auch mal versuchen twitchen, aber mit der funktioniert das noch schlechter. Und hier haben wir eben diesen Wassermelone, der funktioniert auch recht gut. Da sehen wir hier, dass, ja, wird wohl etwas langsamer eingezogen und dadurch hier kommt das dann der Köder schon wieder auf den Boden und da wird es dann die Technik anheben fallen lassen. Oh, aber wir haben trotzdem was gefangen. Ja, es gehört natürlich auch durchaus ein bisschen Glück mit dazu. Und ich hoffe, wir haben auch ein bisschen Glück und können in der Folge einen Schwarzbarsch zeigen. Das hier ist zumindest ein Fisch, der etwas mehr kämpft, deswegen könnte es einer sein. Nee, ist doch nur ein Forellenbarsch, aber mit 1,4 Kilo von der normalen Größe, also noch kein Trophy-Größe, schon ein größeres Exemplar. Und ich muss auch sagen, ich habe die Erfahrung gemacht und ich stelle jetzt hier mal Einholen auf 3 und werde auf Stop and Go umwechseln. Ich habe die Erfahrung hier gemacht, dass die Forellenbarsche hier in der Regel eben wirklich auch etwas größer sind als in Missouri. Also von dem her lohnt sich das durchaus auch hier auf Forellenbarsche zu gehen. So, und hier sehen wir Stop and Go. Machen wir eben so, dass auch hier der Köder so im Mittelwasser unterwegs ist. So, müssten wir vielleicht ein bisschen gleichmäßiger. Das ist bei mir immer so ein bisschen, ja, den Rhythmus erstmal finden.
Gerade nachdem ich jetzt eben vorher eine andere Technik verwendet habe. Aber immerhin haben wir hier schon mal 2 Punkte bei Stop and Go. Und so können wir das auch machen. Ich komme hier am besten mit den 4 Gramm Gewichten zurecht. Habe aber auch schon den ein oder anderen Fisch mal eingefangen mit 9 Gramm Gewicht. Da war es dann aber eher so, dass eben der Best Jig dann über dem Boden am Tänzeln war, der also gar nicht so richtig hochgekommen ist. Wie gesagt, idealerweise ist hier eher so ein Mittelwasser. So, dann schauen wir mal, ob wir hier... Wir haben ja doch noch ein paar Minuten, ob wir nicht noch einen Schwarzbarsch bekommen. Da ist dann auch die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß bei diesen 3-0er-Haken, dass das eben direkt Trophäengröße ist. Mit kleineren Haken habe ich hier auch schon junge Schwarzbarsche rausgeholt und ich glaube, die mittleren gibt es gar nicht, weil es dafür eben die Smallmouth-Barsche oder beziehungsweise, dass die mittlere Größe sich dann eben so nennen. Also die Schmalmundbarsche. Auch zwischendurch, wenn das nicht so ganz funktioniert, durchaus mal ein klein bisschen wieder mit der Route nach links oder nach rechts. Denn so ein klein bisschen Fisch-KI ist hier drin, dass die auch nicht immer schnurstracks auf demselben Punkt sitzen, sondern wenn dort was gefangen wurde, auch durchaus, na komm, jetzt haben wir frei, auch durchaus mal ein klein bisschen mehr links oder rechts sich aufhalten. So, die Technik ist auf jeden Fall im Moment sehr gut. 3 Punkte. Aber anbeißen tut nichts. Ich glaube, ich werde mal ein gutes Stück nach rechts wechseln. Manchmal kann es auch sein, dass die noch ein bisschen hinterher schwimmen, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass unter 15 Meter dann doch nichts mehr oder nur sehr, sehr, sehr selten mal noch was anbeißt. So, geh mal hier hinter. Wie gesagt, hier muss man so schauen, dass man eben irgendwie möglichst einen gleichmäßigen Rhythmus findet, wie man die linke Maustaste drückt und wieder loslässt und wieder drückt und wieder loslässt, sodass es eben ein schönes gleichmäßiges Stop and Go wird. Jetzt habe ich mal ein bisschen länger die Maustaste gedrückt, weil der Best Jig, der Köder an den Boden, an den Grund gesunken war, um den wieder ein bisschen hochzuziehen. Und hat sich ja auch gelohnt. Es hat was angebissen. Und was haben wir hier? Wieder einen Smallmouth. So. Oh, Barschguru 2. Wir haben also jetzt jede Menge Barsche schon gefangen, dass wir den Barschguru 2 haben. Ja, 750 Scheinchen und 500 XP bekommen wir dafür. Also allein dafür hat sich dann die Reise schon gelohnt. Haben wir also unsere Reisekosten definitiv schon super raus. Ja, ich schätze mal, so zweimal können wir die Angel noch auswerfen. Dann sind wir mit der Folge doch schon wieder am Ende. Wäre schön gewesen, noch einen Schwarzbarsch zu fangen. Ja, vielleicht ist das ja einer. Vielleicht wollte er sich den großen Auftritt bis zum Schluss aufheben. Ja, wir hören hier, es kämpft, die Bremse rattert. Hier eben auch, je feiner die rattert, umso schwerer ist meist der Fisch, der dran ist. Hier auch dieses wilde Hin- und Herschwimmen. Oh, 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 Schnurspannung, Schnurspannung halten. So, komm her. Ja, Schwarzbarsch in Trophäengröße. Und da sehen wir eben auch bei den XP. Also das lohnt sich natürlich schon in Trophäengröße, aber auch Forellenbarsche können wir hier in Trophäengröße. Und da habe ich selber so, ja, so 2,4 Kilogramm schon rausgeholt, meine aber im Chat sogar schon gelesen zu haben, dass da 2,5 Kilogramm dabei waren. Wir können uns das Ganze ja generell auch jetzt mal im Kescher anschauen. Sehen also ein Viertel, ein bisschen mehr als ein Viertel habe ich hier erst, habe 87 schon verdient und das in relativ kurzer Zeit. Also hier hat man ganz schnell voll und wenn man so 2, 3, 4 Tage da bleibt, dann hat man hier auch ganz schnell die Reisekosten wieder raus. Ja, wir sehen hier die Smallmouth, die geben nicht ganz so viel Geld.
Der Forellenbarsch, ja, der war jetzt halt auch extrem klein, war ein bisschen besser, aber nicht ganz so gut. Hier sind wir dann schon beim 20er Wert. Und ja, der Schwarzbarsch eben hier, aber in den XP richtig, richtig gut. Hier, ja, auch noch nicht so dolle. Übrigens, was ich hier mal noch zeigen möchte, ist jetzt natürlich bei mir eigentlich Blödsinn, weil der Kescher noch nicht voll ist. Wenn ihr aber, und ihr seht ja oben Tag 1:1, ich habe nur einen Tag gebucht, möchte aber jetzt noch einen zweiten Tag hier bleiben, gehen wir einfach hin, ich möchte wieder um 5 Uhr starten, spule ich also 24 Stunden vor, werde gefragt, ob ich meinen Urlaub verlängern möchte, sage ja, verlängern. Und damit bin ich jetzt einen zweiten Tag hier, kann wieder losangeln. Mein Kescher ist wieder leer, denn ich habe ja um Mitternacht mein Gefangenes verkauft. Also so können wir uns unseren Urlaub verändern. Jetzt haben wir eben auch oben 2 von 2. So müssen wir uns nicht bei Reisebeginn schon festlegen, wie lang wir da bleiben wollen, sondern können das spontan entscheiden und können hier auch jetzt nach 2 Tagen vielleicht sagen, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt beende ich einfach das Spiel und wenn ich das nächste Mal das Spiel starte, komme ich wieder hier hin und kann dann vielleicht einen dritten Tag machen oder dann immer noch sagen, nee, Reise beenden und wieder zurück ins Hauptmenü. Ja, das war's für die heutige Folge. Ein bisschen überzogen haben wir, aber noch nicht tragisch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ja, ich dachte, da wollte einer anbeißen. Aber doch nicht. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.